Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal wieder am Start. Und zwar spielen wir heute ein paar Level von Leuten, die bereits schon ein Video bekommen haben. Sozusagen von älteren Zuschauern. Und dazu habe ich den Leuten, ja, allen schon mal einen Stern gegeben, damit ich das leichter finden kann. Und wir fangen an mit dem Level von Scryte, nämlich Switch the Games. Und das soll sehr einfach sein und recht kurz. Von daher schauen wir mal. Ich habe vorhin ein Testaudio gemacht und das Mikrofon hört sich so ein bisschen anders an. Keine Ahnung. Mal schauen, ob es sich besser anhört oder nicht. Das sehe ich dann am Ende im Video. Und wir sind die Triforce Heroes. Und wir gehen mal hier rein. Das ist der Dekobomb. Warte. Das ist schon ein Baum, ne? Warum kriegen wir dann hier Samus? Naja, egal. Vom Layout her passt Samus natürlich hier besser. Weil es mehr an Metroid erinnert. Ah, nee, 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 das Level heißt ja Switch the Games. Das heißt, wow. Das heißt wohl, jetzt kommen wir wieder irgendwo rein und. Genau, sind Villager. Yay! Genau, am Anfang war Zelda, jetzt Samus. Metroid. Und Animal Crossing. Und Luigi. Luigi's Mansion. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Schuh da drauf kann, auf die. Ich probier's mal nicht aus. Obwohl. Ja, man kann. Okay, gut. Wieder was Neues gelernt für die Wissenschaft. Und jetzt sind wir Mario mit Schuh. Mario Kart. Das ist ein bisschen unpassend. Ich glaube, ich hätte den Schuh schon längst verlieren sollen. Pikmin. Aber andererseits sieht man so auch mal die Amiibo-Animation im Schuh. Und hier. Captain Falcon, yeah. Jetzt sind wir richtig schnell. Wow, okay. Nein. Nein. Boah, Gott sei Dank. Jetzt dachte ich schon, dass hier zu einem, ja, Broken Level führt. Der Sound ist geil. Jo, hat mir gefallen. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, ob man oben drüber springen kann und abkürzen kann. Ich schaue einfach nochmal kurz rein. Triforce Heroes testet mal aus. Okay, nee. Nee, man kann hier nichts machen. Gut. Jo, dann gehen wir gleich weiter. Zum Level von Fiete. Und der hat mir einen geschickt. New Bowser's Total Castle. Mit vielen Secrets und Star Coins. Und ich soll alles genau absuchen. Das Lustige ist, eigentlich sollte ich ja das schon im Fiete-Part spielen. Allerdings hat er noch ein Bowser's Total Castle gemacht. Aber das war nicht das, was ich spielen sollte. Aber naja. So. Und ich soll nach Starcoins suchen. Dann mache ich das doch mal. Oh! Okay. Ich dachte jetzt, ich muss irgendwie Wandsprünge machen. Ist das das Starcoin? Ja, ne 1. Okay. Und man muss die Starcoins nicht berühren. Gut. Hey, mein Stern. Okay, ich bin jetzt auf einem alternativen Weg anscheinend. Und ich höre einen Stern. Okay. Der geht nicht nach oben, ne? Nee. Okay. Ich dachte, die gehen dann immer so weit nach oben. Bis zum Anschlag. Aber anscheinend nicht.
Ich will da in den Zwischenraum oben links rein. Oh, hier in den Zwischenraum kann ich vielleicht rein. Nee. Jetzt. Ja. Fast. Wow, wow, wow. Wow, wow, okay. Das ist ja gefährlich hier. Ja, es geht auf jeden Fall. Nee. Aber da, mein Timing ist schlecht. Und das war auch schlecht. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Nämlich... Warte, den Helm nehme ich mit. Genau. Wäre nicht irgendwo ein Pilz? Ich weiß es gar nicht mehr. Na egal. Hä? Wir kommen in derselben Röhre raus. Das geht. Okay, cool. Das wusste ich noch nicht. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Wow. So, jetzt klappt der Sprung aber. Nein. Ich glaube, ich werde das hier schneiden. Ah! Nein. Und ihr seht dann an der Zeit, wie lange ich gebraucht habe. Wahrscheinlich ewig. Ah! Okay. Ich habe es geschafft, aber da ist nichts im Zwischenraum. Eieiei. Und das sieht gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Okay. Ganz schnell rein. Und springen. Jawohl. Das war sehr knapp. Okay, Kamek, du störst mich nicht. Ach, ich glaube, ich töte dich erstmal. Bevor du noch irgendwie deinen Schabernack treibst. Wie ich jetzt auf das Wort Schabernack komme. Das wird öfters mal in Form von... in Verbindung mit Kamek gebracht. So. Oh nein. Das sieht böse aus. Das sieht sehr böse aus. Okay, gut. So. Knochen trocken, du nervst. Geh sterben. So. Und du spring mal hoch. Ah, okay. So. Und ein Checkpoint. Yes. Gut, und wir haben erst eine Starcoin gefunden. Aber wir finden sicherlich noch die anderen beiden. Blind Jumps. Nee. Ich spring da nicht runter. Ich spring da runter. Okay. Ich weiß nicht, ob da oben ein Pfeil nach unten geführt hat. Aber wenn nicht, wäre das schon richtig episch gerade. Okay, hier ist nix. Ach, hier war der Pilz, okay. Hier ist ein Smiling Face. Ja. Scheiße. Ach, wir haben ja einen Checkpoint. Boah, jetzt hatte ich fast meine Start-Neustart-Kombi gemacht. Oh, das darf ich nicht mehr. Weil sonst sterbe ich. Nee. Komm hoch, komm hoch. Danke dir. Okay. Und es war nicht durch ein Pfeil gekennzeichnetes Secret. Aber hier ist ein Secret. Warte. Aha. Drei Wege. Ich gehe mal hier lang. P-Switch. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Hier ist ein Stern. Okay, ist die Nummer 3. Das heißt, ich habe Nummer 2 verpasst und ich habe Yoshi gesehen. Sind wir wieder hier in der Röhre? Also anscheinend geht das seit neuestem, dass man die Dinger doppelt platzieren kann. Das ist ja cool, oder? Okay, wow. Okay,
Okay, jetzt sind wir über diesen Flammenteilen. Und ich höre einen Stern. Und eine Bob. Okay. Hier ist Nummer 2. In dem Zwischenraum. Okay. Aber da wir die anderen beiden Starcoins auch nicht berühren mussten. Beziehungsweise die erste konnten wir gar nicht berühren. Tue ich jetzt mal so, als ob ich die gefunden hätte. Also ich bin ja in den Zwischenraum gegangen, aber ich hätte in den anderen müssen. Aber eigentlich habe ich da jetzt keine Möglichkeit gesehen, da ranzukommen. Von daher ist es ein bisschen komisch. Und hier. Okay. Einfach spinnen. Pilz, okay. Und das ist auch eine Tür. Das ist strange. Okay. Aber ich tue jetzt mal so, als ob ich alle drei Starcoins gefunden habe. Und warum habe ich den P-Switch eigentlich noch? Okay. Hier ist ein Secret. Ja, aber ich komme da nicht ran. Außer... Ah, es gibt sicher bei dem Secret einen Yoshi. Okay, vor der Yoshi. Vor der Yoshi. Ja. Oder warte, kann mich Bowser da überhaupt treffen? Also... Ja, kann er. Ah, nein, da ist ja gar nichts. Okay. Mann. Ich will den Yoshi finden. Yoshi. Ah, warte. Hier kann ich ja runter. Ja. Ah, okay. Nicht auf Neustart drücken. Und ich versuche dann mal mit der Wolke zu fliegen. Und vielleicht komme ich ja so an den Yoshi ran. Das wäre auf jeden Fall schön. Okay, okay. Und Flieg und Sieg. Und das eine Röhre. Okay. Sinn. Ich fliege einfach mal weiter. Nee. Ich will meinen Yoshi. Drittes Starcoin. Ja, super. Ich finde den Yoshi nicht. Warte. Okay. Oida. Okay. Man kann. Das sind ja Trampoline, ne? Aber das Ziel. Kann man da. Das umgehen? Na, ich werde es ja gleich sehen. So, jetzt bin ich wieder beim Ziel. Ich komme da nicht an die Röhre ran. Hm. Ja, wahrscheinlich hat irgendeine Röhre da zum Ziel geführt. Oder kann ich's. Nee. Naja, Yoshi. Ach nein! Ach so. Ach scheiße. Das war nur eine Zielanimation. Okay. Jo, sehr schönes Level, hat mir gefallen. Ich habe den Yoshi gesucht und ihn dann trotzdem am Ende gefunden. So, jetzt weiß ich nicht, es gibt noch Big Boo's Mansion of Mysteries. Es soll sehr schwer sein, aber es haben schon zwei geschafft. Ich probiere es einfach mal und wenn es nicht klappt, dann mache ich das in einem eigenen Video, denke ich. Oder ich schaue halt mal, wie lange das dauert. Und Story. Der fiese Big Boo hat Mario in sein Geisterhaus eingesperrt mit diversen Rätseln und verzweifelten Geistern früherer Erkunder. Findest du den Ausweg? Oder wirst du selbst zum Geist? Können Menschen Geister werden? Da gibt's auch irgend so eine Geschichte zu den Boos. Glaube ich. Okay. Welches Power-Up nehme ich? Ach, der P-Switch. Oh ne, war das durch Munzen gekennzeichnet? Wenn ja, habe ich ein Problem. Okay. Ich hoffe mal nicht. Aber ich weiß die Geschichte gerade gar nicht mit dem Boost. Okay. Auf jeden Fall dieser P-Switch ran.
Der funktioniert aktuell ganz gut. Ja, das war definitiv markiert. Weil hier bräuchte ich irgendeinen Helm oder so. Ja, aber da ich schon ein paar Münzen weggenommen habe, muss ich es nochmal neu starten.